Hallo ihr Lieben, nachdem ich im letzten Video ja mit stammelnden Worten versucht habe zu erklären, warum wir mal besser demokratisiert hätten als privatisiert hätten, so einige Organisationen und Einrichtungen in unserer Gesellschaft, möchte ich das jetzt noch ein bisschen vertiefen oder anschließen. Und zwar entlang der leidigen Debatte Zentralisierung, Dezentralisierung. Also wer im Wirtschaftskontext schon eine Weile los ist und diese ganzen Trends verfolgt, kennt das eben auch, dass es schon so eine Metadebatte gibt und die Metadebatte sagt, ja, das sind eben so Trends, mal geht es in die eine Richtung, mal in die andere Richtung und wenn man dann dezentralisiert hat, dann zentralisiert man wieder, wenn man zentralisiert hat, dann dezentralisiert man wieder. Wenn man sich aber wie ich jetzt eine Weile mit Gesellschaftsstrukturen ganz prinzipiell beschäftigt hat, also auf einer etwas umfassenderen und tieferen und auch historisch geerdeten Ebene, dann erkennt man in dieser leidigen Debatte zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung eine ganz, ganz alte Debatte, ein ganz, ganz altes Thema. Es ist wirklich Jahrtausende alt wieder. Und das ist der Flip-Flop zwischen Tyrannis und aristokratischer Anomie oder anomischer Aristokratie. Also das ist nichts anderes, nur ist es halt auf einer kleineren Ebene und das ist dieser übliche Flip-Flop, der aber keinerlei Fortschritt bringt. Also man ist es so, wir haben zwei Übel, Zentralisierung und Dezentralisierung sind zwei Übel, die aber mit dem Finger aufeinander zeigen und die Zentralisierung sagt, guckt mal, wie schlimm Dezentralisierung ist, deswegen müssen wir zentralisieren und die Dezentralisierung sagt, guckt mal, wie schlimm Zentralisierung ist, deswegen müssen wir dezentralisieren. Die gleiche Debatte gab es schon in der Antike zwischen Tyrannis und eben, was man nennen könnte, aristokratische Anomie. Also aristokratische Anomie ist letztlich so eine Art, manchmal nennen wir es irrtümlich Anarchie, also Regellosigkeit. Es gibt nicht wirklich ein Gesetz, der Stärke frisst den Schwächeren, es gibt keine zentrale Regelung, es gibt nichts, was den Laden zusammenhält. Und das ist immer instabil, das führt immer zu Zerwürfnissen, das in Unternehmen führt es zu diesem berühmten Krieg der Abteilung oder die Kunden hassen die Kundenmitarbeiter oder die Leute im Vertrieb hassen die Leute in der Buchhaltung und die Leute in der Buchhaltung hassen die Leute in der Personalabteilung und die Personalabteilung hasst das höhere Management und das höhere Management hasst alle und alle hassen das höhere Management. Also es führt zu diesen unleidigen Kriegsstrukturen in Gesellschaften, das kann man letztlich nennen aristokratische Anomie. Und oft wird aus aristokratischer Anomie, weil da eben der Zusammenhalt fehlt, dann nach der Tyrannis, nach der Diktatur gerufen. Die Tyrannis, die Diktatur ist dieser eine starke Mann oder dieses kleine Gremium, also ein starker Mann plus seine Gang halt, ja, seine Leute. Bei Trump sieht man das gerade wunderbar. Also so der engste Zirkel, ja, auch jegliche Monarchie, zum Beispiel die saudische Monarchie hat das oder China hat das mit seinem komischen, ich weiß gar nicht, wie es ist, aber ihr kennt China. Also das, was halt um Xi Jinping da drumherum ist, ja, also diese zentralistischen Strukturen, es gibt 10.000 Varianten, aber es ist ja immer der gleiche Mist. Und nach dem wird aber gerufen, wenn man das andere lang genug gemacht hat. Also wenn dieser Krieg ständig schwelt und man ist ihn leid, dann wird immer nach zentralen Strukturen gerufen. Dann leidet man aber unter diesen zentralen Strukturen, weil diesen zentralen Strukturen immer eine Sache absolut zuverlässig passiert, nämlich die Entfremdung, ich nenne es jetzt mal so, das Upper Management vom ganzen Rest. Wenn man derart viel Entscheidungsmacht hat, wie das in autoritären, tyrannischen Strukturen immer der Fall ist, ist dieser Entfremdungseffekt völlig unvermeidlich. Er passiert immer. Man kann ihn auch nicht kompensieren, man kann ihm auch nicht entgegenwirken. Es ist eben ein Systemeffekt, ein Struktureffekt. Struktureffekte sind immer, solange man nicht die Strukturen ändert, entfalten die sich halt. Da ist kein Gras gegen gewachsen, außer man ändert eben Strukturen. Und wenn man eben diese Tyrannis, diese autoritären Strukturen hat, ist es halt so, aufgrund dieser Entscheidungsmacht, die diese Clique hat, entfernt sie sich halt vom Rest der Organisation oder vom Rest der Gesellschaft. Und das führt halt dazu, dass alle anderen sich unterdrückt fühlen, alle anderen auch gelähmt werden, alle diese lebendigen Kräfte, die in allen Menschen da sind, sich nicht mehr entfalten können. Und deswegen wird dann immer über kurz und lang diese Diktatur, diese autoritäre Struktur gekippt. Das ist manchmal eine Frage von Tagen, von Wochen, von Monaten. Manchmal ist es auch eine Frage von Jahren und Jahrzehnten, in ganz schlimmen Fällen von Jahrhunderten. Aber dass sie gekippt wird, ist sicher. Weil das erzeugt so viel Leid, dass dieses Leid hat eine eigene Kraft, also wirklich eine gesellschaftliche Kraft, das dann immer dazu führt, dass man dann irgendwann Diktaturen, autoritäre Strukturen kippt. Und in Unternehmen, wenn das ein Unternehmensspiel ist, dann wird eben dezentralisiert, wird wieder das andere Übel genommen. Aber das ist immer das gleiche Spiel. Das eine Übel legitimiert sich durch den Verweis auf das andere Übel und dieses Übel legitimiert sich durch das Verweis auf das... Aber beides sind Übel, dadurch wird ja nichts besser. Man tauscht nur das eine Übel gegen das andere Übel. Das ist eine tragische Wahl, nennt man das manchmal in der Entscheidungstheorie. Und das, was aber wirklich besser ist, ist was ganz anderes. Also man nimmt beide Probleme ernst, die halt beide Systeme, diese unguten Systeme erzeugen, sowohl die
aristokratische Anomie als auch die Tyrannis, die Diktatur, erzeugen beide ein sehr, wie soll man sagen, distinktes, klares, klar definiertes Set von Problemen. Und eine echte Lösung adressiert beide Probleme und löst beide Probleme gleichzeitig, dauerhaft und zuverlässig. Und glücklicherweise gibt es diese Struktur. Man kann es nah durchstehen. Also es ist ja klar, diese Struktur ist die Demokratie. Wie macht die Demokratie das aber? Gehen wir beide Probleme mal durch. Nehmen wir vielleicht die Tyrannis zuerst. Sind wir mal ganz nett, nehmen wir die Tyrannis zuerst. Das Problem der Tyrannis ist diese Entfremdungsstruktur, ne? Also der Führung, der zentralen Steuerung durch eben vom Rest der Gesellschaft. Das löst Demokratie, indem sie über das Losverfahren alle auf diese Ebene bringt. Wenn dem alle durch das demokratische Losverfahren auf diese Ebene, auf diese Entscheidungsebene gehoben werden, ist es eben so, dass dieses Wissen, das in der Gesellschaft da ist, auch diese produktiven, innovativen Kräfte, jetzt plötzlich Macht haben. Also sozusagen, man holt alle Menschen hinein in die Zentrale, statt sie fernzuhalten von der Zentrale. So löst Demokratie zuverlässig autoritäre, tyrannische, diktatorische Strukturen auf, löst diese Entfernung auf, löst diese Lähmung auf, indem eben alle auf diese Ebene kommen. Ja, das ist die eine Art, wie eben Diktatur dann unmöglich gemacht wird und auch die Probleme, die durch Diktatur immer entstehen, zuverlässig gelöst werden. Also kurz gesagt, das Wissen der vielen fließt halt ein in die Entscheidungen, in die zentralen Entscheidungen. Man holt alle regelmäßig in die Zentrale, nicht alle gleichzeitig, das wäre zu viel bei sehr großen Gesellschaften, aber eben nacheinander sukzessive übergeloste Gremien. Zack, 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 das funktioniert super. So. Das ist das, wie Demokratie das Diktaturproblem adressiert. Wie adressiert aber denn nun Demokratie die Probleme, die aus Dezentralisierung, also kurz gesagt, aristokratischer Anomie entstehen? Ja, also dieses überhaupt kein Zusammenhalt, Chaos, naja, es ist so banal. Demokratie holt die Leute zusammen. Es holt sie physisch zusammen, und zwar auf Augenhöhe. Also es versammelt die Bürgerschaft, wie man mal in der antiken Demokratie gesagt hat. Die Leute kommen halt zusammen. Sie werden nicht lose laufen gelassen. Es ist keine Zweck-WG. Der eine macht Hüde, andere macht Hott. Die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Man ist unkoordiniert. Naja, wie können Menschen sich koordinieren? Wie haben sich Menschen immer schon koordiniert? Indem sie miteinander reden, aber eben unmittelbar. Weil wir sind halt Affen. Das darf man nie vergessen. Affen sind auf Unmittelbarkeit angewiesen, auf unmittelbare Kommunikation. Also musst du die Leute unmittelbar zusammenbringen. Naja, was macht Demokratie über das demokratische Losverfahren? Über geloste Gremien, es bringt die Leute zusammen in ihrer Verschiedenheit. Wunderbar. Das heißt, Demokratie adressiert beide Probleme gleichzeitig, löst beide Probleme gleichzeitig, löst sie dauerhaft, löst sie zuverlässig, solange man eben das macht. Wenn man es nicht macht, ist es kein ein für alle Mal, ich habe das einmal gemacht und jetzt ist es gut. Das ist eine beständige Praxis, eine beständige Tätigkeit. Demokratie ist eine beständige Praxis, an der alle beteiligt sein müssen, und zwar ständig beteiligt müssen, immer wieder beteiligt sein müssen. Machst du es nicht, kriegst du automatisch diesen Flip-Flop zwischen Diktatur und aristokratischer Anomie, diesen Flip-Flop zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung, wo dann aber immer alle leiden. Nur mal leidet man mehr unter dem einen Übel und dann leidet man mehr unter dem anderen Übel. Wenn man nicht mehr leiden will, muss man demokratisieren. Es gibt gar keinen anderen Weg, dieses Dilemma aufzulösen ohne Demokratisierung, sondern dann gibt es halt den Flip-Flop. Und bei diesem Flip-Flop wird sich immer in die Tasche gelogen. Ja? Also die Diktatur trinkt sich selber schön und die aristokratische Anomie trinkt sich auch selber schön. Beide Systeme feiern sich natürlich, weil es zu weh tut, wenn man es nicht machen würde. Ja? Also wenn man sich nicht selbst verklären würde, wäre es gar nicht auszuhalten. Dann würde man immer sofort, dann würde der Flip-Flop viel schneller gehen. Also man würde, nachdem man Dezentralisierung aristokratische Anomie hatte, würde man sofort nach der Diktatur rufen, ja, und wenn man sich nicht schön trinken würde und wenn man sich die Diktatur da nicht schön trinken würde, würde man nach sehr kurzer Zeit den Tyrannen stürzen und würde wieder backflippen in die aristokratische Anomie, in die Dezentralisierung. Also praktisch durch Verklärung oder durch Ausblendung oder durch Verdrängung wird dann versucht, diese Systeme zu stabilisieren. Naja, aber in Verdrängung, in Verklärung, in Ausblendung, in Illusion werden Menschen halt verrückt und krank. Also so werden halt Menschen krank gemacht, wenn du sie in ungute Systeme steckst, aber ihnen erklärst, dass alles ganz toll ist. Ja, das erzeugt kognitive Dissonanz, da werden die Leute echt verrückt, wenn du das tust. Und entsprechend verrückt sind auch die meisten Leute, weil die meisten Leute leben derzeit in solchen unguten Strukturen. Manche halt mehr in den einen, manche mehr in den anderen, aber beide Strukturen machen Menschen wahnsinnig, weil sie sind so schlimm, dass man sie sich nur aushalten kann, wenn man sich also wirklich betäubt. Und in dieser Betäubung, wenn man aber weitermacht, das ist so wie, als man tritt auf das Gaspedal und auf die Bremse gleichzeitig. Wenn man das eine Weile macht, gibt es einen Getriebeschaden. Die meisten Menschen leiden genau an diesem Getriebeschaden. Sie versuchen, Systeme gut zu finden, die man als Mensch aber gar nicht als gut empfinden kann. Also man macht sich selber was vor und dann wird man halt seelisch krank. Deswegen sitzen die meisten Menschen so verrückt und so psychisch krank, wie sie halt derzeit sind. Das ist ein Systemeffekt. Das hat nichts mit den Menschen zu tun. Das hat das mit Strukturen zu tun. Das hat das mit extrem unguten Strukturen zu tun, die es halt in zwei Geschmack
Geschmacksrichtungen gibt, Zentralisierung, aka Diktatur, oder Dezentralisierung, aka aristokratische Anomie. Du kannst also das Übel wählen. Ja? Also diese Blue Pill, Red Pill, die wir derzeit haben, ist die Wahl zwischen zwei Übeln. Das ist egal, was du wählst. Du kriegst immer Kacke. Ja? Also du kannst so die Geschmacksrichtung des Leidens wählen. Und manche leiden natürlich schon mehr im einen und manche leiden mehr im anderen. Das ist zugestanden, aber dass es beide mal ein Leiden ist, darauf bestehe ich. Dazu habe ich genügend Organisationen gesehen von innen und auch am eigenen Leibe abgekriegt und am eigenen Leibe erlitten, um das zu wissen, wovon ich hier rede. Und ich darf mir eben auch ganz viel Leiden borgen von anderen Menschen durch meine Tätigkeit als Coach. Ich darf wahnsinnig viel von diesem Leiden spüren und wahnsinnig viele Geschichten hören über wahnsinnig viele, auch sehr unterschiedliche Organisationen. Aber es ist halt immer das gleiche Spiel. Ja. Man kann die Grundstrukturen dieses Spiels erkennen und so wahnsinnig sophisticated, so wahnsinnig kompliziert sind die nicht, dass man sie nicht schlüssig beschreiben könnte und sie auch nicht schlüssig einer Lösung zuführen könnte. Also kurz gesagt, Demokratie ist die Lösung. Demokratisierung ist die Lösung. Wo du es halt nicht tust, kriegst du halt diesen Backflip, diesen Flipflop zwischen diesen beiden Übeln und du kriegst es immer und überall, sobald Gesellschaften eine gewisse Größe überschritten haben. Also ganz, ganz kleine Strukturen können sich anders behelfen, aber die müssen dann schon wirklich sehr klein sein. So nur sehr wenige Personen, die ganz kurze Wege haben und ganz gut freundschaftlich verbunden sind, sodass nur auch gute Beziehungsarbeit täglich gemacht wird unter diesen sehr wenigen Leuten. Also diese ganz, ganz kleinen Betriebe, wo man gutes Miteinander hat, wo man immer sagt, es ist so schön familiär, man kümmert sich umeinander, man schaut nacheinander, da ist es anders möglich, aber sobald das eine gewisse Größe überschreitet, ich würde wirklich sagen, wenn es größer wird als 10, 15 Leute, brauchst du Demokratie, wenn du nicht diesen Flipflop zwischen Zentralisierung oder Dezentralisierung, diesen Flipflop zwischen Tyrannis und aristokratischer Anomie erleben willst. Das ist unausweichlich. Also sozusagen, Demokratie ist bei größeren, komplexeren Gesellschaften ein Systemerfordernis, wenn Menschen nicht leiden sollen unter gesellschaftlichen Strukturen. Machst du Demokratie nicht, werden Menschen immer leiden, nur die Art des Leidens wird immer wechseln. Ja, aber es wird nicht aufhören, dass Menschen leiden ohne Demokratie. Demokratie ist die Lösung. Mehr kann ich nicht sagen. Ceterum censeo, Demokratia esse sotiendam.